Uns war klar, ohne Amtsbonus wird das ein offener, ein harter, ein enger Wahlkampf. Und so ist es auch gekommen. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dieser Wahlabend ist eine Ausnahmesituation. Wir haben derzeit noch keine gesicherten Endergebnisse, keine gesicherten Zahlen. Aber wir können jetzt schon sagen, mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Und trotzdem, der Ausgang der Wahl ist noch völlig unklar. Es wird ein langer Abend. Und in jedem Fall stellt das Wahlergebnis Deutschland, die Union, alle demokratischen Parteien vor große Herausforderungen. Und wir als Union haben von unseren Wählerinnen und Wählern einen klaren Auftrag erhalten. Eine Stimme für die Union ist eine Stimme gegen eine linksgeführte Bundesregierung. Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden. Denn Deutschland, Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die unser Land modernisiert. Dafür werde ich ab jetzt arbeiten. Gemeinsam mit Markus Söder, gemeinsam mit unserem gesamten Team. Und in dieser Koalition muss sich jeder Partner wiederfinden. Und es muss ein Bundeskanzler sein für alle, die in Deutschland leben. Das ist die Aufgabenstellung, die vor uns liegt. Es wird viele intensive Sachgespräche mit den politischen Wettbewerberinnen und Wettbewerbern in den nächsten Tagen geben. Dieser Bundeskanzler muss ein Projekt entwickeln, das länger trägt als nur die nächsten Wochen. Eine wichtige Wahlperiode liegt vor uns. Zu dieser Aufgabe bin ich bereit.